So, ich empfange jetzt mal mit dem Wetterfax, mit dem Texan PL660 auf 3853 Kilohertz auf USB, also oberes Seitenband, Upper Sideband. Ich habe jetzt auf Schmalband gestellt, weil der Empfang dann etwas sauberer ist, weil so habe ich jetzt mehr Nebengeräusche und so etwas weniger, wenn ich das Band schmaler wähle. Also das Resultat ist so bisschen verschmiert, aber das kann daran liegen, dass ich es zu laut eingestellt habe, weil das geht ja über die, in meinem Fall jetzt über die Mikrofon, über den Mikrofoneingang. Ja, also es funktioniert zwar, aber das ist wohl noch verbesserungswürdig. Also da habe ich natürlich mit meinem speziellen Wetterfunkempfänger hier von der Bundeswehr wesentlich bessere Resultate erzeugt. Aber gut, das muss man halt noch ausprobieren und optimieren. Aber zumindest funktioniert es grundsätzlich. So, das ist jetzt ein Wetterfernschreiben mit dem Texan PL650 auf 4581 Kilohertz. Auch Upper Sideband, also USB. Der ist jetzt in so einer Warteschleife, also dir kommt jetzt noch kein Wetterbericht. Aber man sieht hier, der Empfang ist schön klar. Man sieht es daran, dass diese Spitzen da so schön herausragen, obwohl natürlich auch Nebengeräusche zu hören sind. Aber das ist schon mal vielversprechend. So, jetzt habe ich es breiter gestellt. Wird es scheinbar ein bisschen besser. Jetzt kommen auch schon Wetterdaten. Ja, also das mit dem RTTY-Wetterfernschreiben, das funktioniert gut.